Mein geliebter Jan, schlaf gut. Mit diesen Worten verabschiedet sich Marion Fedder von ihrem Ehemann, Schauspiellegende Jan Fedder. Das Großstadtrevier Urgestein hat am 30. Dezember 2019 den Kampf gegen den Krebs verloren. Gemeinsam mit etlichen Weggefährten hat Witwe Marion Fedder im Hamburger Michel Abschied genommen. Nach einer bewegenden Trauerfeier und einer letzten Runde über die Reeperbahn hat der Schauspieler auf dem Hamburger Friedhof Ohlsdorf nun seine letzte Ruhe gefunden. Während viele Freunde und Fans zur Trauerfeier gekommen sind, findet die Beisetzung im engsten Familienkreis statt. Das Grab zieren zahlreiche Blumenkränze, von denen einer ganz besonders hervorsticht. Ein großes Herz aus roten Rosen ist rechts neben dem Kreuz platziert worden. Es stammt von Ehefrau Marion. In ewiger Liebe, deine Marion, ist darauf zu lesen. Rote Rosen hat die 54-Jährige schon bei der emotionalen Trauerfeier in Form eines Straußes getragen und auf dem aufgebahrten Sarg abgelegt. Während der Trauerfeier hat Marion Fedder Beistand von Jörg Pawlik bekommen, an dessen Seite sie auch in die Kirche eingezogen ist. Der Produzent der Serie Großstadtrevier war Jan Fedders engster Freund und Vertrauter. Umso mehr rührt dieses Foto zu Tränen. Lediglich von zwei Sicherheitsleuten bewacht, blickt Marion Fedder auf die Ruhestätte ihres geliebten Ehemannes, mit dem sie in diesem Jahr 20-jähriges Ehejubiläum gefeiert hätte. Mit einigen Schritten Abstand blickt sie auf das Grab ihres verstorbenen Mannes, das nicht nur ihr, sondern auch den Fans die Möglichkeit gibt, von Jan Fedder Abschied zu nehmen. Auch wenn es mit Sicherheit noch eine ganze Weile dauern wird, den Verlust zu verarbeiten. Ihren geliebten Jan wird Marion Fedder nie vergessen und weiterhin im Herzen tragen. Genau wie seine Fans.